Jo, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Schau mal quicke Projekt. Das Spiel, was wir uns anschauen werden, man sieht es eh gerade, FA-18 Interceptor, und zwar für den Commodore Amiga. Ich habe das Spiel hier in dieser Air-Land-Sea Compilation von Electronic Arts, weil, wie man eh lesen kann, 1988 ist das Spiel gemacht und rausgekommen. IntelliSoft hat das Spiel gemacht und veröffentlicht wurde das Ganze von Electronic Arts. Und das ist halt eben so eine Electronic Arts Compilation, wo FA-18 Interceptor drauf ist, 688er TechSub und Indianapolis 500 der Simulator oder der Simulation, glaube ich, heißt es sogar. Nicht wundern, also für die paar Leute, die es nicht wissen sollten oder was, oder die das Spiel nicht kennen sollten, die Musik, was wir jetzt gerade hören, diese Intro-Musik, die hört sich ein bisschen an wie die Intro-Musik oder halt eben die Filmmusik von Top Gun. Das ist so beabsichtigt, weil nämlich der Bob Dinnerman, der das Spiel programmiert hat, hat darauf bestanden, dass das Intro halt eben, also der Intro-Song soll sehr stark oder wenn möglich stark an das Top Gun-Theme oder Anthem erinnern. Ja, Dave Warhol hat halt eben die Musik und den Sound zu dem Spiel gemacht, beides wirklich super gemacht. Ich weiß nicht, vielleicht ist er der Bruder vom Andy Warhol oder der Sohn, ich weiß es nicht halt eben, aber wäre jetzt nicht so weit hergeholt bei dem Namen. Ja, das Spiel ist ein Exklusivtitel für den Commodore Amiga und ist natürlich ein Flugsimulator. Und ich kann mir vorstellen, dass 90% aller Amiga-Besitzer aus der damaligen Zeit oder vielleicht heute auch dieses Spiel kennen. Gut, wenn man Flugsimulator nicht mag, dann vielleicht kennt man den Namen, aber man kennt dann das Spiel nicht. Aber es gibt zwei Gründe, warum ich diese Behauptung aufstelle. Punkt 1, weil es ein sehr guter Flugsimulator ist, überhaupt für den Amiga 500, weil er eben relativ flüssig rennt für den Amiga 500. Und die zweite Sache ist die, dass dieses Spiel teilweise als Bundle verkauft worden ist mit Amiga-Computern. Ich weiß nicht, ob mit allen, ich weiß auf jeden Fall, mit dem Amiga 500 ist das Spiel als Bundle rausgekommen, weil das war es noch, weil damals ein Schulkollege von mir hat dieses Bundle gehabt. So, ich drücke mal drauf. Spiel hätte normalerweise eine Codeabfrage hier mit so einem Code-Rädchen. Ich sag gleich, das Spiel, also ich spiele das Ganze auf WinUAE wieder mal halt eben, und die ROM, was ich habe, das ist eine gecrackte, aber halt eben, wie gesagt, wäre normalerweise ein Ding. Code-Rädchen dabei, eine Anleitung, und was man auch dem Spiel zugute halten muss, beziehungsweise überhaupt, ach Gott, wie sagt man es? Also im Endeffekt, das Spiel hat nur eine Diskette. Dass dieses ganze Spiel auf eine Diskette passt, finde ich ein bisschen mindblowing, dass sich das wirklich ausgegangen ist. So, aus irgendeinem Grund muss ich jetzt mein Codenamen oder Call Signal muss ich reinhauen. Okay, gut. Pass auf, machen wir nicht den Gerion, sondern machen wir mein altes, was ich früher als Jugendlicher immer gehabt habe, der Ghost Rider. Yay! Bin entlistet. So, das ist halt eben das Menü, das wir zur Verfügung haben. Mit 1 können wir das Demo machen, 2 ist der Freiflug ohne Feind, also ohne Feinde halt eben. 3 ist ein Training, um Flugmanöver sich anschauen zu können. 4 wäre dann das richtige Training, wo man mitfliegt mit einem quasi Fluglehrer, weil das ist nämlich auch cool. Das, ja, sagen wir es gleich einmal vorweg. Es gibt Missionen oder eine Kampagne, wenn man so will, in dem Spiel, die auch da wieder so typische Prozentangabe von mir, glaube ich, 80% mit mir mehr oder weniger eingeschlossen nie gespielt haben. Ich glaube, fast alle haben Free Flight auf jeden Fall gespielt. Die paar Leutchen, die auch die Missionen gespielt haben, werden sicherlich auch den Freiflug gemacht haben. Aber die Sache ist halt eben die, um die Missionen fliegen zu können, musst du dich erst einmal mit der 5 qualifizieren, um Missionen fliegen zu können. Bedeutet, du musst starten und also starten von einem Flugzeugträger und auch wieder landen auf einem Flugzeugträger. Und wenn du das gemacht hast, dann darfst du mit den Missionen, die dieses Spiel hat, das sind 6 an der Zahl, darfst du damit das Spiel fortsetzen. Deswegen mit 6 war er dann, wenn du schon mehrere Missionen geflogen bist, kannst du halt eben dir eine Mission aussuchen. 7 wäre halt eben dann, dass man mit der jeweiligen Mission weitermachen, die gerade zur Verfügung ist. Und 8 wäre jetzt unser
Log von unserem, von unserem Charakter. Aus irgendeinem Grund habe ich da schon was drinnen. Das dürfte das Starten und Landen gewesen sein. Weil hier sehen wir jetzt da eh, wie viele Missionen haben wir gestartet. Eine, wir haben eine auch abgeschlossen. Wir haben 6 Kugeln abgefeuert mit unserer Kanone. Warum, weiß ich jetzt nicht. Und wir haben 2 Minuten gespült. Wir sind nicht abgeschossen worden, wir sind nicht abgestürzt. Und halt eben Raketen und sowas haben wir auch nicht abgefetzt. Da sieht man jetzt da eh gleich von wegen. In dem Spiel gibt es 2 Flugzeuge, die man fliegen kann. Die FA-18 Intercept, also Hornet eigentlich, Entschuldigung. Das ist das Hauptflugzeug von dem Spiel. Und dann gibt es noch eine F-16 Falcon. Großer Unterschied eigentlich nur ist das von wegen, die F-18 gehört der US Navy und die F-16 gehört der Air Force. In dem Spiel, sage ich jetzt, es sind 2 komplett unterschiedliche Flugzeuge. Du hast doch in der Anleitung, finde ich cool, die ganzen technischen Daten halt eben, welche Triebwerke die haben, welche Flughöhe, bla 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 bla. Auf jeden Fall, in dem Spiel sind beide komplett gleich. Der einzige Unterschied ist halt eben mit der Air Force Maschine, also mit der F-16, solltest du oder kannst du eigentlich nicht auf einem Flugzeugträger landen. Es geht schon, aber halt eben, es gilt nicht, weil du eben keinen Fanghaken hast für diese Bremskabel, die dort sind. Und die F-18 halt eben, was der Navy gehört, die kann auf einem Flugzeugträger ebenfalls starten und landen. Aber ich wollte nur kurz auf die Bewaffnung eingehen, weil auch beide Flugzeuge haben die gleiche Bewaffnung. Du hast die M61, diese Vulkan-Maschinenkanone drauf mit 500 Schuss. Dann hast du die AMRAAMS-Raketen, das sind Mittelstrecken-Luftraketen. Davon hast du 4 Stück und du hast dann noch 2 Sidewinder-Raketen, das sind Kurzstrecken-Luft-Luftraketen. Wie gesagt, davon hat man 2 an der Zahl. Gut, wie gesagt, das ist halt eben der Mission-Log. Unten kann man das Ganze auf die Diskette speichern, wenn man das will. Will ich nicht, im Gegenteil, ich möchte löschen. Also drücke ich Shift und 2 und wir haben keinen Charakter mehr. Während ich jetzt da quassel, hätte ich mir gedacht, dass ich einfach nur mal kurz das Demo lade und ihr habt bewegte Bilder. Wie gesagt, ich glaube mal fast jeder, der zuschaut, wirklich fast jeder, der zuschaut, kennt dieses Spiel und hat selber gespielt auch. Sag auch gleich, ich spiele das Ganze wegen, wie gesagt, am Emulator, aber mit den Original Amiga 500 Einstellungen. Deswegen sieht man dann auch die Performance von dem Spiel, weil nämlich für die damalige Zeit, wie das rausgekommen ist, ist das Ganze nicht super flüssig, aber sehr flüssig gelaufen und du konntest das wirklich gut spielen. Für mich persönlich, es war nicht der erste Simulator, den ich gehabt habe am Amiga oder den ich gespielt habe am Amiga. Am Amiga, glaube ich, war mein erster, war AC Tank Killer. Und danach kam gleich Fighter Bomber. Also das waren die 2, die weiß ich, habe ich vor F-18 Interceptor gespielt. Natürlich war jetzt da gerade die Top Gun-Rolle, die man kennt aus Top Gun. Muss auch persönlich zugeben, für mich dieses Spiel, das war mein Top Gun. Weil Top Gun war scheiße. Ach, 86 glaube ich ist der rausgekommen. Ich bitte nicht festnageln, falls falsch ist. Aber wir haben damals nichts gehabt. Wir haben ja nichts gehabt, noch einen Krieg. Nein, also ich möchte nur darauf hingehen, von wegen, es gab das NES-Spiel von Top Gun. Das habe ich, da war ich immer so neidisch auf alle NES-Besitzer, weil ich und mein Bruder, wir haben es nicht gehabt. Und ich und mein Bruder eben, wenn wir die Chance gehabt haben, jemand hat ein NES gehabt und Top Gun und wir hatten die Möglichkeit, haben wir es gespielt. Weil es einfach so cool war, weil es doch die Anfangsmusik drinnen gehabt hast. Es war kein Simulator, aber es war halt eben ein Action-Shooter, aber das war, boah, affengeil einfach, ne? Das C64er Spiel Top Gun, was jetzt nicht so tolle ist, das haben wir damals nicht gehabt. Und was wir zu dem Zeitpunkt gehabt haben, wo Top Gun halt eben rausgekommen ist so, und wir das Ganze gesehen haben, war das F-14 Tomcat von Activision für den C64er. Das war cool, das war eine richtige Simulation und alles. War wie gesagt cool, weil du auch mit der F-14 herumgeflogen bist, aber irgendwie hat dem Spiel was gefehlt. Also in Bezug auf Top Gun, sage ich jetzt einmal. Und bei dem Spiel, ich hätte mir gewünscht, dass da die F-14 reingehauen hätten, weil das halt eben super zum Fliegen ist und alles. Und ja, typisch für uns Flugsimulator halt eben ist auch die Steuerung. Deswegen, das war ja auch damals das, weil wie ich das Spiel gehabt habe, also fast alle meine Spiele waren sicherheitsfunktioniert, weil nirgendwo sicher waren die Spiele als im Geschäft. Deswegen haben wir es auch dort lassen und haben uns halt eben diesen Sicherheitsknopfchen irgendwo her besorgt. Aber halt eben viele von diesen
Flugsimulatoren, wo es ja doch einige gegeben hat, am Amiga, haben zum Glück fast immer die gleiche Steuerung gehabt. Das heißt, hast einen gekannt, hast dich ungefähr auskannt oder konntest dich vortasten bei den anderen Simulatoren. Wie zum Beispiel die ganze F-Tastatur halt eben. Das waren entweder waren es die Kamerawinkel zum Umschalten oder halt eben war das für den Schub für die Triebwerke zuständig. Wenn das für die Kamera war, dann war oben diese Nummernreihe halt eben für den Schub zuständig. Dann mit G hast meistens das Fahrwerk ein- und ausgefahren. F waren die Flares meistens, C waren die Jeffs halt eben, diese Täuschkörper, die man da abwirft und halt eben G für ganz oder was weiß ich, W für Weapon. Also ist auch bei dem Spiel ist es relativ ähnlich mit der Tastatur. Was kann man jetzt da noch großartig sagen, beziehungsweise bevor ich jetzt anfange das Spiel zu erklären, ich überlege selber nämlich gerade, eine Sache, die in der Vergangenheit, wenn ich das Spiel gespielt habe am Emulator, habe ich die Erfahrung gemacht, dass wenn ich zum Beispiel Amiga, weil das ist die Amiga 500 Einstellung, das rennt alles super, hier und da gibt es irgendwann einmal so einen kleinen Grafikglitch, aber nicht viel. Wenn ich das Ganze mit einer Amiga 1200 Einstellung gemacht habe, ich gebe zu, ich habe das Original noch nicht getestet am Amiga 1200, aber dann hast du Grafikglitches andauernd. Also manchmal hast du ein bisschen mehr Ruhe, manchmal kommen es dauernd, dass das Cockpit ein bisschen verschwindet oder das grüne Streifen hast oder so irgendwas, kann auch so weit gehen, bis zu einem, bis das Spiel abschmiert halt eben, aber die Performance ist viel besser. Und wo ich fast das gleiche Problem gehabt habe, ist das, weil ich beim WinUAE halt eben das den CPU übertakte, weil es gibt zwar die Möglichkeit auch bei WinUAE halt eben, dass man das Ganze mit Turbokarte spielt, aber dafür braucht man eigene Turbokarten-ROMs und ich weiß jetzt noch nicht, wo man die herkriegt und mich interessiert ehrlich gesagt gar nicht. Sache ist halt eben die, ich habe das Spiel einmal in wirklich perfekter Qualität gehabt oder gespielt, das war bei einem Projekt, was ich gemacht habe, ein verschollenes Projekt, weil das habe ich nie rausgehabt, das Video, und zwar habe ich da meinen Commodore CDTV gepimpt mit Grafikkarte, mit RAM und andere CPU drinnen und andere Workbench und habe da 100 Aufnahmen gemacht, vorher, nachher, mit der Bestückung und unter anderem war dieses Spiel dabei. Und wenn ich das Ganze mit einer Turbokarte reingehaut habe, dass er 14 MHz gehabt hat und ich glaube 8 MB RAM, das Spiel ist so pipi-fein gelaufen, unglaublich. So, was ich zum Beispiel auch noch erzählen könnte, ist diese 6 Missionen. Also, wir können auch darüber noch kurz quatschen, von wegen die Schwächen, was dieses Spiel hat, was ich aber nicht der Schwächen auslegen möchte, weil im Endeffekt, wie gesagt, das ganze Programm oder Spiel passt auf eine Diskette. Also da kann man ein bisschen Abstriche machen. Da war jetzt gerade ein Grafikglitch. Erstens mal diese 6 Missionen. Es sind halt eben nur 6 Missionen, aber dafür die Sachen, was du machen musst, die sind, es ist wirklich nicht intelligent, aber halt eben sehr gute Einfälle, sagen wir es mal so, weil nämlich, wenn du das, wenn du quasi dieses Starten-Landen gemacht hast und dich qualifizierst, hast du als erste Mission, es sind zwei unidentifizierte Flugobjekte sind in den Luftraum eingetreten und du sollst aufsteigen, halt eben sollst sie analysieren, halt eben sollst rausfinden, wer oder was das ist, sollst aber nicht angreifen und sollst wieder landen mit der Information, wobei Funk haben sie eh schon gehabt, also halt eben, du gibst das weiter, aber du sollst sie nicht angreifen. Du kannst sie angreifen, Mission ist trotzdem geschafft, aber halt eben, du musst das nicht. Zweite Mission ist dann die Air Force One, befindet sich, also ist kurz davor zu landen und zwei feindliche Kampfflugzeuge, MiG-29 halt eben, sind auf Abfangkurs, du steigst auf und sollst die MiGs beschäftigen oder abschießen halt eben. Und sollst die Air Force One retten mit dem damaligen Präsidenten drauf. Ich weiß jetzt noch nicht, 88, ich habe jetzt nicht gegoogelt oder was, ich glaube, das waren noch die Reagan Years. Also Ronald Reagan war dann noch damals der Präsident, glaube ich. Ich möchte mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, vielleicht war es auch schon der Bush Senior. Ich glaube aber, das war noch der Reagan. Ist ja wurscht. Dritte Mission, glaube ich, muss zugeben, ich habe es nur bis zur zweiten Mission gespielt. Die dritte habe ich noch nicht einmal angefangen gehabt. Die dritte, glaube ich, ist, dass zwei Flugzeuge wurden gekapert oder gekidnappt halt eben. Und du sollst sie
zum Landen zwingen. Wenn du das nicht schaffen solltest, dann sollst du es abschießen. Dann gibt es noch... Achso, warte mal, plötzlich. Ich habe ja eh die Anleitung und in der Anleitung stehen die Dinger sogar drinnen. Ja, und da wird feuchtfröhlich gekämpft heute eben, während ich quassel. Und immerhin kann man da... Haben wir endlich mal bewegte Bilder, während ich quassel. Wo haben wir das? Nein, das gehört auch noch zu Ding dazu. Tipps und Tricks. Toll. Gestern habe ich es noch gefunden. So riesig ist die Anleitung nicht, aber ich bin nun mal wieder da. Nee. Dab. Qualifications. Ja, okay. Intercept Stolen, Search and Rescue Operation, Try, Find, Rescue. Genau, die nächste Mission ist auch sehr interessant. Das ist nämlich, dass ein Pilot, also ein Flugzeug wurde abgeschossen, der Pilot ist ausgestiegen und ist quasi in Seenot. Und du steigst auf und sollst ihm ein so Life Raft oder Rescue Boot musst du abwerfen. Und da gibt es eine spezielle Tastenkombination, die es drücken muss, dass du das abwirfst. Das soll eine hundschwere Mission sein, weil du musst wirklich punktgenau das Ding bei ihm abliefern. Aber auch sehr interessante Mission. Dann die letzten zwei Missionen stehen nicht drinnen, aber halt eben die vorletzte Mission ist die, eine Cruise Missile wurde abgefeuert auf eine Militärbasis und du sollst die Cruise Missile halt eben abfangen, bevor die dort einschlägt. Soll auch hundschwer sein, weil die Cruise Missile ganz knapp über den Boden fliegt und relativ kurze Zeit hast du in der Mission. Und die allerletzte Mission, die angeblich unschaffbar sein soll, ist die, dass ein gegnerisches Unterseeboot, was gleichzeitig ein Flugzeugträger ist, irgendwo aufpoppt und du sollst das zerstören. Mit, wohlgemerkt, Luft-Luft-Raketen. Also du kriegst keine andere Bewaffnung. Nein, mit Luft-Luft-Raketen sollst du das abfetzen. Was aber angeblich möglich sein soll. Weil im Endeffekt habe ich gelesen gehabt von wegen, dass entweder es reicht, dass du alle Flugzeuge abschießt, die von diesem Unterseeboot-Carrier halt eben starten. Und es soll eine Möglichkeit geben, das Schiff zu zerstören. Und zwar hinten am Heck, wo die Rotoren sind. Da musst du ganz knapp hinten am Heck irgendwo hinschießen. Zwei Raketen, glaube ich, reichen. Dann ist das Ding im Endeffekt aber manövrierunfähig, nicht zerstört, weil das soll nämlich schon sein, dass das Modell, was dort dargestellt wird, das explodiert nicht oder was, sondern einfach, es heißt dann, es ist zerstört. Gut, nächste Sache, man hat es jetzt da eh schon gesehen, oder du hast nur ein Areal. Das heißt, du hast immer die gleiche Karte von dem Spiel. Es ist San Francisco, das ist auch halt eben, kann man wirklich erwähnen. Sie haben Landmarks oder halt eben Gebäude haben es eingebaut in das Spiel, die es auch wirklich gibt. Also Gebäude oder Architektur, sagen wir es mal so, weil du hast nämlich die Golden Gate Bridge hast du drin, haben wir jetzt eh schon zuerst ein paar Mal gesehen, in Rot gehalten. Dann Alcatraz ist zum Beispiel dabei, der Flugzeugträger, von dem wir starten und landen, das soll die USS Enterprise sein. Es gibt dann noch drei Flugfelder, die, nehme ich mal an, wirklich dort existieren halt eben, das sind Armeestützpunkte oder halt eben Air Force Stützpunkte. Angeblich soll das Electronic Arts Headquarter soll auch in dem Spiel sein. Ich weiß bis heute nicht wirklich hundertprozentig genau, welches Haus es ist oder welches Hochhaus es ist. Ich glaube es zu wissen. Ich habe eine Vermutung. Aber ich muss zugeben, ich habe mir das noch nie gegoogelt. Das werden wir uns dann später anschauen. Aber das finde ich cool, dass das halt eben eingebaut haben. Aber als kleiner Nachteil von dem Spiel, du hast halt eben nur ein Szenario, wo du die ganze Zeit spürst. Gibt dann noch zwei Nachteile für mich persönlich, muss ich zugeben. Erstens einmal das, dass die ganzen Missionsdaten, wenn irgendwas, wenn du eine Mission beginnst, das taucht nur ganz kurz auf und verschwindet gleich wieder. Ohne drücken, ohne irgendwas. Das heißt, wenn du ein bisschen ein langsamer Leser bist oder was, weißt nicht, worum es geht. Und ich wüsste jetzt nicht, dass du irgendwo ein Logbuch hast, wo drin steht, was du machen musst. Es ist jetzt nicht tragisch, weil heutzutage kannst du googeln und so. Und du hast eh die Anleitung, wo zumindest die ersten fünf Missionen beschrieben sind. Aber trotzdem, das finde ich halt eben ein Nachteil. Und warte mal, was war das nächste? Ja, und der nächste Nachteil, finde ich, was das Spiel hat, ist dies. Du machst eine Mission und du schaffst die Mission. Aber das Spiel
lass dich immer wieder die gleiche Mission spielen. Du musst extra rausgehen aus dem Sp- nicht resetten den Computer, aber du musst wieder rausgehen ins Menü mit Shift und Escape, dass du die nächste Mission spielen kannst. Das heißt, selbst wenn du eine Mission schaffst, du kommst nicht zur nächsten, erst wenn du raushupfst aus dem Ganzen. Das finde ich halt eben ein bisschen schade. So wie jetzt zum Beispiel. Du musst Shift und Escape drücken, dass du immer wieder raushupfst. Was ich jetzt da auch noch cool finde, das zeige ich kurz her, weil das habe ich damals auch nicht gekannt, ist das. Das ist ein Simulator, der, ja, da wäre jetzt das Code-Rädchen interessant, aber braucht man nicht. Können wir irgendwas eingeben? Ich gebe ihm 1, 2, 3, 4 ein. Ist, in dem Spiel werden Flugmanöver gezeigt. Und auch du erfährst, wie diese Flugmanöver heißen. Also, die meisten Flugmanöver, sag ich jetzt mal, kennt man eh, nur ob man jetzt da wirklich die Namen dazu kennt, ist eine andere Art. Aileron Roll zum Beispiel, dann hast du die Barrel Roll, dann hast du den Immelmann hast zum Beispiel drinnen. Natürlich den Looping, ist eh klar, Split S und. Aber das finde ich cool, weil hier wird jetzt quasi von einem Fluglehrer, wenn man das so will, oder von einem Piloten, werden die ganzen Flugmanöver gezeigt. Und wie gesagt, mit 4 könntest du dann starten, dem Fluglehrer hinterherfliegen und der gibt dir dann auch immer wieder an, was wir jetzt da machen und du machst diese ganzen Flugmanöver nach. Finde ich voll cool, ist sogar Bildung dabei, wenn man so will, halt eben Kampfflugschulenbildung, sagen wir es mal so, weil mit einer Boeing machst du solche Dinger sicher nicht, also das lernt man nicht in der normalen Flugschule, solche Sachen. Ja, ist wurscht. Jetzt hupfen wir mal raus, weil jetzt hätte ich mal gemeint, jetzt da mal wirklich was spülen. Mein Charakter. Ja, machen wir es überhaupt so. Ich mache jetzt da kurz einen Freiflug. Da zeige ich euch kurz die F-16. Für die, die es nicht kennen sollten. Ja, machen wir einen kurzen Code-Ding. Wir nehmen die 1. Und wir nehmen die F-16. Was da auch noch ist, ist von wegen, wie gesagt, es gibt keine Unterschiede. Das heißt auch, du hast bei beiden Flugzeugen hast du das gleiche Cockpit. Und weil ich gerade das Cockpit anspreche, es ist nicht realistisch. Sagen wir es mal so, das Cockpit. Von keiner von den beiden Maschinen. Aber was mir gefällt, ehrlich gesagt, ist das, sie haben es unten quasi eine Cockpitleiste gemacht. Total aufgeräumt und dadurch hast du eine schöne Rundumsicht. Also du kriegst viel Sichtraum von dem Ganzen, was um dich herum passiert. Was man auch nicht vergessen darf, für die damalige Zeit, die Vektorgrafik, was da gemacht worden ist, ist wirklich pipi-fan. Aber wirklich pipi-fan. Ich weiß, mit heutigen Standard null zu vergleichen. Das ist halt eben Steinzeitgrafik, aber für damals mördermäßig. Wir können auch noch kurz das Cockpit halt eben durchgehen. Links oben haben wir halt eben die Eject-Leuchte, das wäre, wenn du aussteckst mit dem Fallschirm. Dann haben wir hier die Brake-Anzeige, quasi die Handbremse, wenn man so will. Gear ist halt eben fürs Fahrwerk, so wie es dargestellt wird, ist es ausgefahren. Wenn es einfahrt, sieht man, dass es eingefahren ist. Dann haben wir da unseren Waffencomputer, wo man halt eben die Waffen durchschalten könnte. Das sind diese Mittelstreckenraketen, das sind die Sidewinder, die Kurzstreckenraketen, da haben wir 2 davon, von den anderen haben wir 4 und das wäre halt eben das Maschinengewehr und da sieht man 500 Schuss hätten wir davon. Dann daneben haben wir die Treibstoffanzeige, in der Mitte haben wir einen Radarbildschirm, den können wir umstellen von 40 auf 10 auf 2 Meilen. Dann darunter befindet sich so eine Message-Leiste, halt eben, wo gewisse Nachrichten halt eben dargestellt werden oder Informationen preisgegeben werden. Dann rechts daneben haben wir erstens mal den Kompass und dann die künstliche Horizontanzeige, so heißt die, habe ich halt extra gegoogelt, weil ich bin nicht drauf gekommen. Und rechts davon haben wir mehr oder weniger unseren Bordcomputer, wo halt eben unsere Höhe, unsere Geschwindigkeit, dann wie viel Schub wir eingeben und das drunter weiß ich jetzt gar nicht, was das heißt, aber das könnten die G-Kräfte sein, die auf uns wirken. Werden hier dargestellt und auf der rechten Seite haben wir oben dann noch ECM. Das ist eine elektronische Radarstörung, also ein Jammer ist es, den man einschalten kann. Darüber haben wir 5 so Kontrollleuchten. Ich weiß jetzt gerade nur
2 oder 3, weil eine rote Leuchte ist, wenn ein gegnerisches Flugzeug in der Nähe ist. Zweite rote Lampe, glaube ich, ist, wenn eine gegnerische Rakete abgefeuert worden ist. Nee, weiß ist, glaube ich, die Rakete. Und, ja, shit, ich weiß nicht, ich habe es heute gewusst, ist ja wurscht. Es sind halt eben Kontrollleuchten. Und was da drunter steht, Nord, West, weiß ich jetzt noch nicht. Egal, wir werden mal aufsteigen. Ich möchte euch nämlich beim Freiflug möchte ich euch das Spiel halt eben mit der Original Amiga 500 Einstellung zeigen und nachher lade ich dann extra noch einmal das Spiel und da spielen wir es dann richtig, aber mit Turbokarteneinstellung. So, zack, und das Fahrwerk wird eingefahren. Da kann ich auch noch kurz auf ein Ding, auf den Sound eingehen, weil die Soundeffekte für damals sind super gemacht. Erstens einmal, du hörst, was kommt jetzt gleich? Genau, also die Schallmauer, wenn du die Schallmauer durchbrichst, den hört man. Du hörst den Nachbrenner, du hörst die normalen Turbinengeräusche. Das Fahrwerk, wenn es ausfahrt, einfahrt, hörst du. Wenn du landest, halt eben das Quietschen der Reifen, hörst du. Megamäßig gemacht, wirklich megamäßig gemacht. Natürlich die ganzen Schussgeräusche und sowas hören wir auch. Ja, ich hätte mal gemeint, wir spielen jetzt ja nur Just for Fun, das heißt, ich steige einmal auf, weil das war auch immer lustig. Viele Leute haben das Gleiche gemacht, was ich auch gemacht habe und umgekehrt. Gerade beim Flyflug, man testet alles Mögliche aus. Erstens einmal, wie weit kann man rauffliegen? Ist hier limitiert, basiert nicht auf der Wirklichkeit, weil nämlich hier ist Schluss bei 40.960 Fuß und wir stängern quasi in der Luft. Ich habe mal das gegoogelt, 40.000, also diese 40.960 Fuß sind ungefähr 12.398 Meter, glaube ich, sind das. Und die maximale Höhe, glaube ich, die Flugzeuge normal erreichen, ich habe es kurz gegoogelt, ist irgendwas mit 15.000 Meter. Ja, scheiß drauf, ist klingt komisch, ist aber so. Ja, also die Maximalhöhe haben wir jetzt da. Pass auf, wo wollen wir eigentlich hinfliegen? Mit M öffnen wir die Karte. Oh Gott, wir sind ganz woanders. Genau, schauen wir uns kurz die Sehenswürdigkeiten an. Jetzt haben wir gerade wieder die Schallmauer durchbrochen. Was ja auch bei vielen Flugsimulatoren damals nicht gegangen ist, ist ja das, wenn du, egal welche Rakete du auswählst, du kannst das einfach so abfeuern. Bei vielen Spielen war es so, dass du nur bestimmte Raketen konntest just for fun abfeuern, für die anderen hast du immer den Zielcomputer braucht. Wenn kein Ziel angegeben worden ist, konntest du die nicht abfeuern. So, hier haben wir Alcatraz, bekannt aus The Rock, unter anderem. Also nicht der Wrestler oder Schauspieler, nein, den Film The Rock. Mit Nicolas Cage und mit Sean Connery. Und ich glaube, dieses schwarze Hochhaus, was wir hier haben, das soll, glaube ich, das Electronic Arts Gebäude sein. Das Headquarter. Ich weiß es nicht, aber das ist mein Tipp, für wegen welches Gebäude es war. Und das fetzt mir jetzt gleich nieder. Rakete. Ah, ich hab's vergessen. Wie heißt es gar? Eagle One, Fox One. Yeah, getroffen. So, dann haben wir das. Da hätte man einen Hafen, weil ein Hafen ist immer da, wo Wasser ist. Oder ein Pier, sollte das sein. Was ist denn? Wer schreiten? Können wir ein bisschen langsamer fliegen. So, da hätte ich mir auch gedacht, dass wir da kurz einmal reinfeuern. Zack. Nicht unbedingt um... Und? Treffen wir. Ja, sehr gut. Also genauso wie bei The Rock beim Film halt eben zum Schluss. Weil es. Shit, das war die F-18. Das war keine F-16, das war eine F-18, die eine Rakete abgeworfen hat. Abgefeuert hat, beziehungsweise es war, glaube ich, eine Bombe. So, natürlich, was ein jeder gemacht hat, der Klassiker, einmal unter der Golden Gate Bridge durchfliegen. Also bitte machen wir das. Yeah, einmal durchgeflogen. Wuhu. Und weil es so schön ist, machen wir es gleich noch einmal. Wir machen ja nur einen Free Flight, ne?
Aber warum machen wir es noch einmal? Wer eine Vermutung hat, schreibt bitte in die Kommentare. Ach Gott, ich bin ja eh falsch. So. Sollte funktionieren, sagt er noch. Berühmte letzte Worte. Ja, es geht nämlich auch rückwärts. Ich habe das irgendwo gelesen, wo einer gefragt hat, ist schon jemand mal verkehrt unter der Golden Gate Bridge durchgeflogen? Ja, ich jetzt vor der Kamera. Bin aber sicher nicht der Einzige, der das gemacht hat. So, was können wir denn sonst noch machen? Beziehungsweise sonst noch schauen oder herzeigen? Genau, was ich auf jeden Fall probieren werde jetzt vor der Kamera, ist, dass ich versuchen werde, auf dem Flugzeugträger zu landen. Mit der F-16. Ohne Bremshaken. Weil ansonsten, wie gesagt, du kannst ja innen, du kannst außen, kannst halt eben die Rundumsicht machen. Das war schon alles cool. Hat natürlich später dann, hat's andere Flugsimulatoren gegeben, die entweder sogar die gleiche Performance gehabt haben oder bessere Performance und natürlich auch bessere Grafik. Also wie gesagt, zum Beispiel das Combat Air Patrol, ne, mit der F-14, das ist zum Beispiel ein cooles Spiel gewesen, hat mich dann aber auch nicht mehr so immens gerissen, wie es rausgekommen ist. F-29 Retaliator zum Beispiel, ich glaube, heißt so, das hat auf jeden Fall eine bessere Performance, wenn ich mich noch erinnern kann. Das rennt flüssiger auch auf einem Amiga 500. A10 Tankiller war Katastrophen. Also von dem, was ich noch weiß, das war Daumenkino von der Performance. Die Framerate war so schwach am Amiga 500. Was haben wir sonst noch gehabt? Birds of Prey, aber das fand ich jetzt nicht so besonders. Dann Flight of the Intruder zum Beispiel. Und F-16 Falcon hat mir aber auch nicht so gefallen. Klar, der Fighter-Bomber, das war eigentlich das Hauptding, weil mit dem Missionseditor alleine, da habe ich so viele Stunden verbracht. Aber habe ich auch schon festgestellt oder hergezeigt, dem Spiel ist wurscht, wie viel Megahertz oder sonstig was du dem Spiel bietest oder zur Verfügung stößt, das Programm, / Spiel, rennt immer gleich schwach. So, einmal rumherum. Also Waffen bräuchten wir jetzt keine, weil ich werde jetzt nicht versuchen, den Flugzeugträger abzuschießen. Warum nicht? So, wir befinden uns jetzt am Landeanflug. Dauert noch ein bisschen, aber wir kommen der Geschichte schon näher. Ja. So, wir probieren es einfach mal, ob wir es zusammenbringen. Noch rüber. Ein bisschen nach links, links, links hat es geheißen. So. Ah, wieder zurück. Scheiße. Haha! Nein, stehen bleiben hat es geheißen. Wieso bin ich nicht mehr auf Null? Ah, weil ich rückwärts fahre. Alter, das geht auch. Ich habe gar nicht gewusst, dass du einen Retourgang hast. So. Okay, er lässt sogar gelten. Das muss ich zugeben, habe ich gar nicht gewusst. Wer hat mich, Treibstoff wurde wieder aufgeladen und die Raketen wurden auch aufgeladen. Immerhin, jetzt haben wir das. Jetzt steigen wir noch kurz aus. Ich möchte ja aussteigen. Shift und E, wenn es interessiert. Ja, okay, also den Freiflug haben wir jetzt da gemacht. Dann würde ich mal hergehen. Wir starten jetzt das Spiel nochmal. Ich habe da extra was abgespeichert. Ich nehme aber nicht die Amiga 1200 Einstellung. So, jetzt haben wir das. Aber, was schade ist, ich weiß nicht warum, die CPU-Übertaktung nimmt da mal nicht. So. Okay. Naja, Continue. Okay, warte, dann müssen wir wieder raushauen. Weil, da haben wir das schon. Wir fangen von vorne an. Ich sag gleich, ich will jetzt nicht das Spiel nicht mal ansatzweise probieren durchzuspielen. Ich möchte jetzt nur die Qualifikation machen. Da müssen wir mit der F-18 halt eben. Ja, wir brauchen wieder einen Code.
geben sie ihren Code ein. Code. Ja, einmal starten, einmal landen mit der F18. Zack. Natürlich! Natürlich machen wir die Top Gun-Rolle. Ja, und wegen an Sound, ich weiß nicht, ob ich da schon was gemacht habe oder nicht. Ich weiß auch nicht, ob ich es machen werde. Bis auf die Intro-Musik gibt es ja keine Musik in dem Spiel. Das heißt, ich könnte mich verleiten lassen dazu, dass ich andere Musik einspiele. Vielleicht sogar Top Gun-Musik. Ich weiß es noch nicht. Halt eben jetzt da in-game mache ich das sowieso nicht. Wenn überhaupt, mache ich das nachher dann im Schneideprogramm. Wenn es so ist, ist so. Wenn nicht, dann nicht. Aber es könnte schon sein, dass ich mal im Nachhinein denke, von wegen, oh, ich möchte Top Gun-Musik drinnen haben und Häus rein. So. Eieiei, das ist das. Ich glaube, das wird nichts. So ein. Einen Haken haben wir auch noch raus. Den Bremshaken, den brauchen wir ganz dringend. Also eigentlich nicht, weil wir haben es auch mit der F16 geschafft, dass wir da landen. Ja, ein bisschen schief sind wir. Handbremse. Und wir haben gelandet. Yes! Successful! So. Nein, kein Relaunchen. Wollen wir nicht. Wir wollen jetzt da mit der nächsten Mission anfangen. Ja, also. 1994, 1. September in San Francisco. Da sind zwei unbekannte Flugobjekte, die sollst halt eben identifizieren und sollst dann wieder landen. Wir werden das einfach mal probieren. Und das ist die einzige Mission, glaube ich, wo du dir aussuchen kannst, ob du jetzt mit der F-16 fliegst oder mit der F-18. Ansonsten alle anderen Missionen musst du mit der F-18 fliegen. Genau. Pass auf, für diese Mission nehmen wir das, weil dann können wir auch einmal am Flugfeld landen, brauchen nicht extra den... Erst irgendwas passt da nicht. Irgendwas haut da nicht hin, weil ich habe das Cycle exactly, nein, das passt. Weil es ist nicht hundertprozentig flüssig. Jetzt da ist flüssig. Oder flüssiger. Oder habe ich mich gerade geirrt? Ich weiß es nicht, ist ja wurscht. Jo, Gas geben. Zack. Eine. Und wir fliegen um. Irgendwo da drüben sind's. Und immer mit Nachbrenner, weil Zeit ist Geld. Auch auf YouTube. Ah, vielleicht können wir das noch machen, bevor wir... Das habe ich früher immer probiert, aus irgendeinem Grund, ich weiß nicht warum, habe ich probiert, dieses Ding da abzufetzen, dieses Gerüst. Aber im Endeffekt, wenn ich mich richtig entsinne, kannst du nicht einmal dagegen fliegen. Ich habe es jetzt eh nicht geschafft, ich bin jetzt ganz knapp vorbeigeflogen. Aber du kannst sogar durchfliegen durch das Teil, geschweige denn abschießen kannst du es nicht, weil wenn du durchfliegen kannst, kannst du es abschießen auch nicht. Ja, dann müssen wir den Zielcomputer dann mit T einschalten, damit wir das checken können, wo es da was ist. Wie gesagt, ist auf 40 Meilen eingestellt. Wenn wir zu nah ranfliegen oder zu lange bei dem bleiben, greifen sie uns an. So, Enemy ist eine MiG-29. Wir wissen es jetzt und wir sollen zurückkehren. Aber habt ihr gesehen, wie schnell das am Bildschirm gewesen ist? Also, zack da, zack weg. Und ich habe nichts gedrückt. So, jetzt können wir wieder zurückfliegen zu dem. Oder,
Wir fliegen zur anderen Basis. Fliegen wir zur anderen Basis. Gehen wir wieder Gummi. Und wie wir sehen, hier und da kommen immer wieder Grafikfehler. Und oben rechts, also rechts im Cockpit, haben wir jetzt eine rote Leuchte. Steht dafür von wegen, es sind Feinde in der Umgebung. So, ich bin eigentlich hier auf richtigen Kurs. Ja, weißt du was, machen wir das auch noch. Haben wir beim Free Flight nicht gemacht. Ja, wir wissen es, es sind Feinde in der Nähe. Man kann ja ultra... niedrig fliegen, wenn man das will. Und man kann teilweise auch landen, auch am Wasser. So, jetzt haben wir die auch noch. Die Brücke haben wir jetzt auch noch gehabt. Dass wir unter derer verkehrt herumgeflogen sind. So, das Flugfeld befindet sich da unten irgendwo. Und ich weiß es gar nicht, bin ich überhaupt in die richtige Richtung? Es ist wurscht, wie man landet, Hauptsache man landet. Aber... Ah, ich muss ja noch was machen. Ach Gott. Wir müssen ja noch was machen. Das, da wäre das. Ja, Ghost Rider würde gerne am Tower vorbeifliegen, wenn das okay ist. Nein, geht nicht, geht nicht. Geht doch. Da, heute ja. Wusch, jetzt haben wir den Tower gepasst. Haha, und der Geschissene hat seinen Kaffee verschüttet. Apropos Kaffee, habe ich mir verdient. Und ein kleiner Schluck lindert den Schmerz wieder mal. Ja, wir sind gestollt, wir wissen es. Ach Gott, wir sind viel zu weit drüben. Das gefällt mir nicht, das gefällt mir nicht. Jetzt sind wir wieder da zu weit drüben. Ja, der Psofone landet, ist eh klar. Hallo? Boah, das war nicht geschehen, aber es ist gut. Danke, er ist stehen geblieben. Yay! So, eine machen wir noch. Nächste. Genau, da oben rechts ist die Air Force One mit dem Präsidenten. Und von links kommen die, die Pösen. Wie lautet der Code? 1234, 1234, das ist ja komisch. Das gleiche Kombination wie bei meinem Koffer. Nur ein Idiot würde so eine Kombination auswählen. Alarmstart! Ja. Zum Singen fange ich gar nicht an, hier ist das schenkt man uns. So, da ist die Air Force One auf der rechten Seite. Was da lustigerweise bei dem noch nicht gegeben hat, bei dem Flugsimulator, das war bei fast allen anderen, war das schon. Wenn feindliche Ziele oder freundliche Ziele in der Nähe waren, konntest du extra mit der hast du eine extra Kameraschaltung für die Ziele gehabt. Da leider nicht. So. Nein. Ja. Wo ist er? Wo ist er? Irgendwo ist er.
Ja, ist noch nicht in Reichweite. Da ist er. Das sollte er sein. Ja, will er. Hä? Wie nehmen wir den? Wenn der näher ist. Okay, der Hund hat auf mich gefeuert. Wow. So, wo ist der Wash? Hä? Ah, doch. Dachte ich mir. Lustig, dass der wieder außer Reichweite ist. Wie gesagt, allzu viel habe ich die Mission selber eh noch nie gespielt. Also ist schon ein bisschen interessant für mich auch, muss ich zugeben. Wobei, off-camera habe ich die Dinger schon mal gespielt. Und es war eigentlich jetzt nicht so schwer, muss ich zugeben, damals, wie ich es gespielt habe. Und jetzt auf einmal verkacke ich wieder alles, so wie es ausschaut. Wo ist er? Hallo? Hallo? Wo du sein? Ah, da. Ich verstehe es manchmal wirklich nicht, warum der braucht urlang, bis der anvisiert. Dankeschön. Aha, da ist er. Jetzt sind wir da war er. Yay, Air Force One ist sicher gelandet. Also wir haben auf jeden Fall die Mission geschafft und so wie es ausschaut, die eine Rakete, was ich abgefeuert habe, auf den einen, wo ich dann weggeflogen bin, keine Ahnung, was das ist, die dürfte getroffen haben. Also cool. So, wo befinden wir uns? Wir befinden uns da unten. Das heißt, da gibt's eh gleich das Flugfeld. Ist das das Flugfeld, wo der Präsident gelandet ist? Könnte sein. Ah, das erwischt man nicht, oder? Doch, da ist der Präsident. Herr Präsident, Herr Präsident, Unterschrift, bitte. Schau. Er kommt schlecht. Das wird schlecht. Aber er ist gelandet. Der Adler ist gelandet. Ruff. Na geh! Du Kiebe! Ich muss auf dem Flugzeugträger landen, dass das gut. Sicher der Präsident schuld. Haben wir gerade Air Force One zusammengefetzt? Kann das sein? Ah! Das HUD haben wir jetzt da gekillt. Yeah! Warten. Ja, ich wurde gestalled. Das war dein letzter Kaffee! Ah! Na gut, okay. Schauen wir nochmal, dass wir am Flugzeugträger landen. Ich,
ich kann mir schon vorstellen, jüngere Semester können mit dem Spiel wahrscheinlich relativ wenig anfangen, überhaupt mit Grafik und so irgendwas, aber gerade Amiga-Veteranen werden das Spiel kennen und werden sich auch zurückerinnern. Ich überlege jetzt nur gerade, was ich sonst noch hätte machen können. Weil, wie gesagt, ich will jetzt nicht unbedingt die Missionen großartig weiterspielen, obwohl ich es schon cool finde und irgendwann würde ich es mir doch mal denken, dass ich vielleicht mal probiere, so weit wie möglich zu kommen, weil eben zum Beispiel die Mission mit der Cruise Missile, das würde ich schon gern mal machen, oder das mit dem Emergency oder Rescue Pod da, das würde ich auch gerne ausprobieren. Pass auf, dann machen wir einen habe ich noch. Mal schauen, ob wir das schaffen. Ja, nachdem wir... So, und! Shit, das... Ich weiß es nicht. Ich glaube, aber ich bin an Bord zerschellt von der USS Enterprise. So. Wie gesagt, mir fällt sonst nichts mehr ein. Ich finde, es ist ein wirklich geiles Spiel. Also für die damalige Zeit sowieso super gemacht. Und das Spiel wird auch immer erwähnt, wenn es darum geht, die besten Flugsimulatoren am Amiga. Wobei, es hat so viele gegeben. Ja, überhaupt alleine, wenn du es nimmst, Erste Weltkriegssimulatoren hat es, also Flugsimulatoren, jetzt nicht so viele, aber es hat doch gegeben, Dawn Patrol zum Beispiel oder Knights of the Sky. Ich würde sogar Wings reinhauen, wobei Wings war definitiv kein Flugsimulator. Gerade diese 3D-Dogfights, die du gehabt hast, halt eben die. Für mich war das damals als Kind, oh, Flugsimulator, aber halt eben, es ist nicht, das ist ein Actionspiel. Dann hast du die ganzen Zweite Weltkrieg Flugsimulatoren gehabt, B-17 Flying Fortress, Battlehawks 1942, The Finest Hour, Reach for the Skies und. Und dann hast du halt eben die Neuzeit-Dinger gehabt, wo ich jetzt da eh schon extrem viele aufzählt habe, aber unter anderem hat es ja dann auch noch gegeben, F-15 Strike Eagle zum Beispiel, jetzt muss ich dann selber langsam aber sicher nachdenken, aber ich würde es lassen, F-19, F-117, Stealthfighter hat es gegeben und. Aber trotzdem, das war auf jeden Fall, finde ich, ein Meilenstein damals, 1988, da haben wir auch noch nicht allzu viel gehabt. Und ich würde es auch heute noch weiterempfehlen, wenn man Amiga 500 hätte oder halt eben mit einem Emulator, kann man es ja auch machen. Aber ich glaube, jetzt werde ich mich nur mehr wiederholen. Wie gesagt, ich finde es cool. Für mich war das damals wirklich mein Top Gun, wo ich mich ausgetobt habe und meine Fantasie halt eben freien Lauf lassen habe, überhaupt mit den Freeflight-Sachen. Und ja, ich würde es jetzt wirklich so belassen. Ich hoffe mal, ihr hattet Spaß beim Zuschauen und ich wünsche euch natürlich wie immer einen schönen Tag bzw. einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr dieses Video sehen solltet. Und wer weiß, vielleicht sehen wir uns ja das nächste Mal wieder. Mensch, bleibt tschüss und... Papa.